geh doch mal mit mir auf den Spielplatz, ich will Rollschuh fahren, guck's mir mal zu dabei. Papa, wollen wir nicht mal Fußball spielen und das und das und jenes. Und jetzt ist natürlich, wenn du dann immer sagst, ja, ich kann jetzt entweder Rollschuh fahren zugucken oder dein Spiel, dein Zimmer mit Dämmbolle ausstopfen und dann, dass das was wird, ne? Dann sagen die bei 2 von 3 Mal Dämmbolle. Und beim dritten Mal sagen sie, ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal, ich habe keinen Bock, spiel mit mir. Und dann hockst du da und denkst dir, eigentlich hast du auch keinen Bock auf Dämmbolle, das juckt, das ist blöd, das. Und deswegen machen wir es so, dass wir den Sonntag dazu benutzen, weil wir ja die ganze Woche halt überhaupt keine Zeit haben und nicht zu Hause sind. Erstens, die Kinderzimmer mal für Robby wieder zugänglich zu machen. Das ist so für Teil 1 des Tages. Den Saugroboter. Unseren Saugi-Roboter, ja. Also das ist Teil 1 des Tages und Teil 2 des Tages werde ich vermutlich mit einem Geschenk vom Tante Maren und Onkel Dennis verbringen, was das absolute Highlight ist, ein Brettspiel, Kakerlakak. Ah. Weil da bewegt sich was, das versteht auch mein kleines Huschelchen. Das mag sie auch und dann drehst du da hin und her und dann rennt diese kleine Kakerlake rechts, links. Das findest du sowieso süß, weil sie auch nicht weiß, was eine Kakerlake ist. Aber es krabbelt und bewegt sich. Das ist mit so einem kleinen Insektenroboter. Ja, also KI-Light sozusagen. Die rennt einfach immer nur vorne geradeaus. Aber wirklich sehr süß und macht auch echt Spaß. Und ja, die rüttelt einfach nur und rüttelt sich dann durch so ein Labyrinth irgendwie durch. Und dann also wirklich muss man das Labyrinth irgendwie drehen, die Wände drehen, damit die zu einem kommt. Genau, oder? Und die Wände sind Gabeln und Messer. Ja. Also genau, und man muss versuchen, dass die nicht in so eine Ecke reinfällt, wo sie nicht rein soll. Und dann kriegst du auch Pünktchen und so, also wirklich alles ganz süß. Und ich sage, das versteht auch die Kleinen, die trug dann dahin. Dann siehst du, was du machen darfst und dann sagst du, das da und das da. Okay, das ist jetzt nicht 5 Züge im Voraus gedacht, aber sie hat Bolli Spaß dabei. Und ich gebe zu, es macht mir zum Teil mehr Spaß auch als... Wie ist dieses Schaf, wo du Blümchenkartchen umdrehst und denkst, finde ich aber auch ganz süß, weil sie Spaß dran hat. Aber die Großen sagen dann auch, Papa, das ist für Kinder ab 4. Ja, das ist noch schon viel zu groß dafür. Was funktioniert, ist derzeit Memory mit Worten. Das finde ich ja geil. Kennst du das? Nee. Das ist pädagogisch wertvoll. Du hast sozusagen den Wortstamm, da steht er ging oder er geht. Und dann steht irgendwo wir gehen oder wir sind gegangen. Also sprich ein dazu passendes Wort. Gleiches Stammwort. Gleiches Stammwort, aber verschiedene Zeiten, weil man muss ja was lernen. Ne? Und das als Memory. Ja, das ist nicht schlecht. Die beiden, die noch nicht lesen können, sind total gehypt. Die sitzen immer da, sagen, große Schwester, lies mir vor. Dann drehen sie eine um, gucken sie an und dann kommt dann sowas wie Schloss. Also ihr Schloss. Und dann guckst du hinten. Dann drehst du nochmal rum und dann steht dann, wir rufen. Und dann gucken sie da, gucken sie an, überlegen und du siehst echt überlegen. Weißt du, so passt 4 das? Jahre. So, passt das nicht? Und dann so, nee. Und dann wird wieder rumgedreht. Und du, also ich meine, das hat keine Symbole. Das ist ein Wort, was für die einfach nur... ein Fliegen auf diesem Zettel ist. Nee, die sind da total. Und die merken sich das, wo dann was ist. Weißt du, unser Eins kann es lesen, aber kann sich nichts merken. Da ist es genau umgekehrt. Unglaublich. Ja. King Kwonko sagt, er spielt Demenz Memory. Das hat nur eine Karte. Und Kornum sagt, es klingt alles furchtbar anstrengend. Schenk doch deinen Kindern einfach eine Playstation. Ich muss zugeben, man sagt ja immer, die Generation Digital. Oder? So heißt das, glaube ich. Die Digital Natives. Die Digital Natives. Der schießt wie sowas von zu klump, der Bunker. Dennis, ich bräuchte mal eine Entscheidung. Ich habe eine 2er-Kavallerie mit Kreuzchen. Ich habe eine 4er-Infanterie mit einem Puppelchen und eine 3er-Infanterie mit einem Diamant. Und einen Bunker. Und ich sollte jetzt sagen, womit du mit den Bunker... Mit was als erstes? Wie gut ist der Bunker? 3. Sag nochmal die Infanterie. Ich würde mit der Infanterie, dann mit der Elite und dann mit der Kavallerie.
Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass die alle drei abnippeln. Ja, gut, aber. Das so kann passieren. Ja. Ja, zu PlayStation, man sagt ja immer Digital Native, ne? Digital. Heißt das Native? Ja. Ich muss zugeben, ich bin total oberbegeistert. Also, man hört es immer, aber wenn man das selbst erlebt. Also, meine Tochter ist, also die eine von den Vieren ist 4. Kindergartenkind, hat da auch faustdick hinter den Ohren und hat mich voll im Griff. Gebe ich ehrlich zu, gar kein Problem. Gebe ich zu. Auf jeden Fall, das kleine Huschelchen steht vor dir und sagt, Papa, gib mir mal das Tablet. Und du sitzt da so, gell, bist bei einem großen Versandhändler gerade am Schrauben und was nicht noch alles, was man so braucht, was es derzeit sonst nicht zu kaufen gibt. Und bist da so am Gucken und Machen und sie sagt, gib mir mal das Tablet. Und dann nimmt die das Tablet, geht auf den, also wir haben 3 User, meine Frau, meiner einer und Kinder. Gewürms. Und da geht die hin, switcht den User, die drückt dann, ich ziehe zu den Menüs runter, drückt dann hin, wischt dann rechts, drückt dann drauf, wischt nochmal zurück und sagt, so, ich guck dann mal Peppa Woods, öffnet Google, scrollt runter durch die Suchbegriffe. Also, du kennst ja, wenn du oben da rein, da siehst du ja was. Suchbegriffe. Scrollt die runter, bis sie genau weiß, sie weiß nämlich, wie Peppa Woods aussieht. Also wie das Wort aussieht. Genau, ja. Scrollt dann runter, tippt drauf, guckt hin. Sieht dann die ganzen Videos, die es dazu gibt, wischt dann rechts, links, bis sie weiß, welches Video sie hat, klickt dann drauf und sagt, so, zieht es groß und guckt dann Peppa Woods. Und du sitzt daneben dran, denkst dir so, das hast du ihr nie erklärt. Das Wenn hast Kinder du was ganz wollen, dann nie erklärt. Und die guckt das echt die ganz entspannt. Die, und dann sitzt sie da, macht dann, und dann sagst du, Peppa Woods geht gerade gar nicht so an mich, mach mal leiser. Und dann so, tuk, 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 tuk. Okay, Papa. Digital Native. Die kann in 3 Jahren mehr mit ihrem Handy anfangen als ich. Hat's aber noch nicht. Deswegen, von wegen der PlayStation. Ich weiß genau, wie es dann läuft. Kann ich eigentlich mit einem Transportwagen einen Transportwagen angreifen? Leider nicht. Haben die keine Waffen? Gott sei Dank nicht, sonst hätte der mich vorhin schon zerschossen. Die Musik ist auch schon wieder bedrohlicher geworden. Achso, wir haben die Statistiken hier anguckt und du hast nicht gespeichert. Du wolltest doch nicht, dass ich speichere. Du hast es doch aktiv abgelehnt. Also ich glaube, ich habe noch genügend Zeit hier. Ich bin ja, jetzt schon ja, bei. Ja, ja. Willst du jetzt speichern oder nicht? Komm, wir speichern mal. Ja. Und die Statistik gucken wir dann in der nächsten Runde, wenn die Musik vielleicht gewechselt hat. Ja. Genau, hier gibt es heiße Diskussionen, ob denn Kinder für Brettspiel zu haben sind. Ich glaube, das hängt einfach vom Kind ab. Ja, nee, also nicht nur, und ob du. Also Kinder haben ein ganz deutliches Bedürfnis, dass auch Papa und Mama sich mal mit ihm beschäftigen. Und wenn ich mich da hinsetze und sage, du, ich habe da jetzt, mach die Bäume wieder grün, ist so ein Spiel, was ich sehr gerne mochte in der Kindheit. Wenn du mich heute fragst, wie waren da die Regeln, ist bei mir total tilt, weiß ich nicht mehr. Muss man mal wieder auspacken. Oder Kakerlakak haben wir jetzt, Dings. Mhm. Oder das verrückte Labyrinth, kennt ihr ja vielleicht auch noch, ne, mit hin und her schieben. Du setzt hin und sagst, du, ich hätte da mal Bock. Und da ist es so bei meinen Kindern, die 2 Großen sind jetzt 8, da kann ich hingucken und sagen, ja, aber um das zu spielen, müsste natürlich der Esstisch leer geräumt werden. Und dann guckst du so dahin und sagst du, der müsste dann frei sein. Und dann wird, also der, wie sagen wir, der Spaß an der Sache leitet, führt dann dahin, dass die ohne weiteres das ganze Geschirr, was irgendwie rumfliegt, entweder in die Schränke räumen oder in die Spülmaschinen, die dann was dreckig ist, so mal aufräumen, dann ist der Tisch blitziblank, dann gucken sie an und sagen, gut, Start. Ne? Also so ein bisschen, man muss es, glaube ich, zweigeteilt sehen. Auf der einen Seite der Spaß, auf der anderen Seite aber auch die soziale Komponente, nenne ich es mal. Ja, der kann aber bald auch abkacken, wenn wir in die Pubertät kommen. Sepp Michel hat gesagt, unsere Kinder 7 und 12 lassen dafür auch für Brettspiele auch andere Sachen liegen, um zusammen zu spielen. Ja. Ist, glaube ich, auch eine Frage, ob die Eltern gerne mitspielen. Ja. Und lesen ist genauso. Ja. Also lest ihr vor?
Also wir haben immer vorgelesen, ganz, ganz viel. Die Großen waren irgendwann so, dass sie selber lesen konnten und wollten nicht mehr vorgelesen bekommen. Okay. Also die, ja, so eine Kurzgeschichte hören sich noch mit an, aber eigentlich wollen sie lieber selber. Die Kleinen wollen vorgelesen bekommen, die Großen müssen aber üben. Also die müssen vorlesen. Wir sind derzeit in der Phase, dass sie sauber... Hier, die Kavallerie hat überlebt, das war das Ziel. Mit einem... Ja, aber die hat das Eiserne Kreuz und jetzt kannst du reparieren. Ja, aber ich muss es dafür einnehmen und direkt nebendran ist die Infanterie. Ja, aber es hätte sein können. Der Bunker ist aber weg, das ist schon mal Schritt 1. Wo war ich jetzt gerade? Ach so, die müssen also vorlesen. Die sind derzeit in der Phase, dass die keine Kommas und keine Punkte vorlesen. Also Pausen machen. Hm. Und hier Styrkai sagt, er ist eben reingekommen, hat noch nichts mitbekommen, aber allein wegen der großartigen Outfits wird das hier abonniert. Kann nur gut werden. Und, ja. Genau. Ja. Und sagt, großartiges Thema. Sagt, ja. Seine ist eineinhalb, kommt aber jeden Tag vorgelesen. Ja, also man muss auch... Also, etwas ist wissenschaftlich bewiesen. Ja. Nee, also die lernen sprechen auch durch Zuhören. Hm. Das haben wir im Besonderen bemerkt, weil die Mittlere, die ist jetzt 5, die plant schon den Schulzugang im Herbst. Auf jeden Fall, die hat verstopfte, Nasenverbindung ins Ohr. Die kennt ihr, die hat ja jeder. Ich weiß nicht, wie das heißt da, dieses mit dem pfeiferschen Drüsen-Ding, das geht ja auch alles da rein. Keine Ahnung. Ihr kennt ja diese Verbindung da. Das hat unser Patenkind auch gehabt. Ja. Aber die da, also die mittlere hat es halt auch. Mhm. Das hat dann einen Schleimfropf, also das ging sozusagen von der Nase da hinten drin und der floss nicht ab, weil die Gänge noch so dünn sind. Mhm. Dann haben wir das, woran haben wir es gemerkt? Dass die, ich wähle jetzt ein Wort, das ist keine Werbung, dass die Coca-Cola das K nicht gehört hat. Mhm. Weil das dumpf ist und das einfach weg war vom Gehör. Und da hast du bemerkt, die kann schlecht sprechen. Also nicht weiß, wie es klingt. Weil sie nicht weiß, wie es klingt, haben wir dann, die Nebenhöhlen sind ja nur hier, aber diese, ich weiß nicht, wie dieses Röhrchen darüber heißt. Ist ja, ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall, wir haben das operieren, ja gut, es war Narkose, also ja, operieren lassen. Mittlerweile schon zweimal, bin schon so oft beim HNO gewesen. Und danach hat die echt einen Sprung in der Sprachentwicklung gemacht, weil gehört hat, wie wir etwas sagen. Jetzt ist es so, ihr kennt mich ja auch, ich bin ja auch manchmal ein bisschen platt von der Sprache her unterwegs. So ein bisschen Dialekt. So ein bisschen Dialekt, das will ich auch, dass sie das kennen und können. Mhm. Aber ich will natürlich auch, dass sie die richtigen Sätze mit der ordentlichen grammatikalischen Ausrichtung, den richtigen Zeiten und wie auch immer. Und dann vorlesen. Und dann liest du vor und wir haben ungefähr gefühlt 500 Pixie-Büchlein, die kennst du auch, gell? Diese süßen Kleinen da mit niedlichen, kindgerechten Stories. Die sind auch zum Teil richtig gut und da lesen wir vor und das mögen sie sehr gerne. Und dann hast du da 10 Seiten vorm Schlafengehen, das ist perfekt. So, bevor es wegrollt, muss ich noch hier King Bong gefragt, sind lustige Taschenbücher unter Kindern noch angesagt? Mein Neffe und meine Nichte fahren voll drauf ab. Also zumindest als wir das letzte Mal zusammen im Urlaub waren, ist jetzt schon ein bisschen her. Lustiges Taschenbuch sind die erstmal beschäftigt. Ja. Arcade-Konsortium sagt, versucht mal Koop-Brettspiele mit den Kids. Geister, Schatzsucher oder Captain Black, schaut mal rein. Da kann man auch als Erwachsener mitspielen. Mhm. Wobei Captain Black mit Erwachsenen am Anfang immer scheitert. Alle sind goldgierig und vergessen, dass das Ziel auch darin besteht, anzukommen. Klappt nie, weil der Kahn vor Vernachlässigung fast immer absäuft. Sie erinnert so ein bisschen an Zombicide. Das haben wir ja schon zusammengespielt, ist jetzt nichts für Kinder. Aber Zombicide versucht man auch erstmal, die Zombies alle umzubringen. Ja. Das ist aber überhaupt nicht das Ziel des Spiels. Ja. Sondern man muss halt eine Aufgabe erfüllen und möglichst wenig Zombies dabei umbringen. Ja. Weil je mehr Zombies, umso schlimmer wird's. Ja. Ja. Also wenn ihr ein schönes Team spielt, das du schönst, du gewinnst als Team oder nicht. Ja. Zombicide kann ich empfehlen, da doch schöne Figürchen und so weiter. Kornum sagt, die Musik ist wieder lieb. Styrka sagt, macht mir keine Angst, ich nuschel nur Roy Hessisch. Ah ja, es ist ja hier Heimspiel. Es geht den Menschen wie die Leute. Ja, Heimspiel. Und Sepp Michael sagt, Second Chance ist auch ein schönes Spiel, das ab 7 ist. Und er findet Geister, Schatzsuchmeister auch klasse.
Ja. Ich kenn's nicht, ich kenn's nicht. Dann, das war, ist aber, das macht ja gar nichts. Also, ja. Will da gar nicht des Dings. Ich finde einfach wichtig, dass man, sag mal, für sich selbst und natürlich auch für die Kids aktiv in der Rübe bleibt. Mhm. Und ob ich dann, was wir auch haben, die Sendung mit der Maus, das Sendung mit, Sendung mit der Maus, also wir haben da mehrere Spiele, die so ein bisschen Dings sind, wo du aber so schön vor dich hindatteln kannst und wo ich unterstelle, dass auch meine Kinder aktiv. Und du, die anderen haben alle überlebt, Dennis. Ja, ich war nur nicht aufmerksam, um es zu wissen. Die haben aber überlebt und läuft. Das ist das jetzt. Hey, hörst du mal auf mich, schon läuft's. Genau. Einmal mit Profis. Einmal. So, das. Wo waren wir gerade? Also einfach aktiv bleiben, Brettspiele machen viel aus und haben den pädagogischen Mehrwert für die Eltern, dass die feststellen, man muss seinen Kindern nicht immer nur drohen oder bestechen mit Gummibärchen und Gott weiß was, damit sie irgendwie sich an der Hausarbeit beteiligen. Nein, man kann es auch spielerisch tun. Ich sag dir, Kind, du kannst gerne wollen, dass wir heute Brettspiel machen. Hast dein Zimmer nicht aufgeräumt? Nein, es ist ja, das ist ja quasi dann... Das ist die sanfte Methode der Bestechung, der Erpressung. Ja, nur, nicht Erpressung, aber du musst ja nicht nur belohnen mit Zucker. Ja. Also du kannst ja auch belohnen mit gemeinsamer Zeit quasi. Ja. Also natürlich haben ja alle was davon. Wobei bei uns muss man belohnen mit Pepper Woods Videos, ist derzeit das absolute Highlight. Ja, das gut. Muss man einfach, da wird sogar 3 Minuten Zähne geputzt für. Okay. Also wir haben ja so kleine Sanduhren zum Umdrehen, ne, wo du dann siehst, wie lang. Da wird dann voller Stolz gesagt, Papa, ich will Video gucken, ich habe sogar 3 Minuten Zähne geputzt. Ja, Jens meint noch die Eustachische Röhre. Ja, so heißt das Ding. Na, wie gesagt, bei UNO gibt es immer Streit um die Regeln. Arcade-Konsortium bei Captain Black baut man aus dem Karton ein großes Piratenschiff. Das kommt immer an. Und es hat Sprachausgabe. Das ist immer gut. Dirk ja sagt, Willen des Wahnsinns finde ich super. Glaube, dass ich noch ein bisschen damit warte. Ja. Muss man gucken, ja. So, hier, sehen wir gerade 35 zu 46. Unsere Einheitenzahl hat sich nicht groß verändert, aber vom anderen ist es schon ordentlich runter. Ja. Da muss man jetzt gucken. Ich sage ja, in der Mitte wogt es immer noch stark. Links bin ich aber jetzt eingefallen, muss man sagen. Da wird sich in dieser Runde was bewegen, Dennis. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Der Transportwagen ist da irgendwie... steht ungünstig. Hatte ich nicht im Blick. Aber einen Schaden gibt noch. Ja, der levelt auf, ist eine mittlere, aber ich glaube, da habe ich die Schwere in der Nähe. Ah, sehr schön. Das sollte unsere Rohstoffsituation verbessern. Ich baue aber gar nichts, weil du kannst ja nichts bauen, Elite-Infanterie. Du kannst noch ein Schienengeschütz bauen. Ja, da ist es nichts in unserer Reichweite mehr. Ja. Ich drücke ja überall schon vorwärts, weil es ist nichts in Reichweite. Guck Sepp hier. Sepp Michel hat noch die Spiele das Elixier und Doppelgut. Nimmt auch nicht viel Platz hier unterwegs. Was wir machen könnten, ist hier die mal alle durchheilen. Ja. Oh, jetzt bin ich im Angriff. Ja. Das ist egal. Ja. Aber habe ich da schon einen drin sitzen? Nee. Also das können wir gleich nochmal machen. Sorry, ich bin jetzt mal kurz wieder back to the game. Mhm. So. So, was? Die Mittlere hat uns angegriffen, Hüßlösel und weg. Was? Unverschämtheit. Ich schieße sie jetzt mit der schweren Artillerie an, mit eisernem Kreuz. Was? Wer hatte sich da gewehrt? Was war da? Hüßel? Let's see. So. Jetzt verstehe ich auch die Frage, Navi hat gefragt, verstehe nicht, warum Peppa Pig auf Deutsch Peppa Woods heißt. Und Nighthawk hat erläutert, dass das in Süd- und Mittelwestdeutschland ein geläufiges Synonym für Schwein ist. Ja.
Das war mir, also ist ja völlig klar, weil das... Wir kommen aus Mittel- und Süddeutschland. Deswegen heißt ja bei uns die Wutz. Deswegen heißt ja bei uns die Schweinegrippe ja auch Wutzeschnuppe. Ja. Nee, also für uns war also das klar, danke aber du für hast die recht. Erläuterung ja. hier. Deswegen, wenn du Meerschweinchen hast, also wir hatten über lange Jahre Meerschweinchen, jetzt mit Kindern nicht, weil es ist ja kein Spielzeug, sondern Ding, ne? Also wir hatten schwer und dann, Dennis weiß das auch, wenn ich immer gesagt habe, die Wutzchen rennen wieder bei mir rum. Mhm. Da war vollkommen klar, was gemeint ist, all die Meersäue, die Meerschweinchen. Wie alt warst du, als du die gekriegt hast? Soll ich die Story dazu erzählen oder nur die Antwort geben? Wir sind doch hier im... Wir sind doch unter uns. Also, meine Eltern haben das ganz geschickt gemacht. Tiere sind ja kein Spielzeug. Also, jetzt bin ich hier, Navi sagt, unter Wutz versteht er nämlich was ganz anderes und die Kleinen sagen dazu Pipi-Matz. Das ist bei uns nicht so. Das ist hier, also genau. Ja. Also, meine Eltern waren ganz geschickt, die haben gesagt, ein Tier ist kein Spielzeug. Solange wir nicht wissen, zu meiner Schwester, ne, solange wir nicht wissen, dass dein kleiner Brudi mit dem Tier zurechtkommt, solange gibt es hier gar nichts. Mhm. Und da waren wir bei meiner Tante zu Besuch und die hatte Kaninchen. Und dann hat meine Mama gesagt, die Sache wurde relativ schnell entschieden, als Klein Hagen 2 Stunden lang dieses Kaninchen auf seinem Schoß hatte und es gestreichelt hat, bis es pieseln musste. Dann war gegessen, Hagen, kommt Tiere, geht!